Coal Mining Simulator sieht auf Anhieb aus, als hätte es irgendwas mit Gold Rush Simulator zu tun. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht einfach nur, weil die Maschinen, die auf den Bildern zu sehen waren, ähnlich sind. Aber das ist natürlich logisch. Weil Gold und schwarzes Gold nun mal keine so großen Unterschiede machen. Ja, als Freund des Simulationsgenres bin ich gespannt. Ja, und ich wohne nicht weit weg hier vom Ruhrgebiet. Bin als Kind auch mal, wie alle Kinder, die hier in der Nähe leben, natürlich mal in die Untertage geführt worden. Und hab wahrscheinlich sowas wie Zwergengene in mir, ne, die reaktiviert werden können, wenn ich hinabgeführt werde in die Dunkelheit. Und es ist nicht so, dass mich jetzt Höhlen besonders anziehen würden, die natürlich entstanden sind. Faszinierend auf jeden Fall, aber ne, die Arbeit unter Tage, ne, die harte Arbeit, dem Schoß der Erde, die Reichtümer zu entreißen und oben, ne, die Industrie ins Laufen zu bringen oder so. Sorry, ja, allen Naturschützern und so weiter sei gesagt. Auch ich bin ein Freund der Natur, aber ich kann nichts dafür, dass der Anblick qualmender Industrieschornsteine mich irgendwie erfüllt mit irgendetwas. Das ist weniger rational, okay? Welcome to the mine, boy. My name's Jack. Not sure if you remember me. I was a friend of your father. You know him quite well. We were working together in this old mine for many years. Still can't believe he's gone. Anyway, I'm glad you finally decided to follow in your father's footsteps. Your uncle said that only recently you started getting interested in coal mining. Yes, I got interested in coal mining. And you still need to learn the ropes. Don't worry, it ain't as hard as it looks. Everything comes with experience and a lot of equipment, I suppose. Those first few days, we'll focus on the basics and showing you different things our workers do. You probably notice there are not many people around here. I will admit, we are not doing that great financially, and lots of folks have left recently. But let's not think about that right now. Let's focus on making a coal miner out of you. Do you see this little cabin on the left? Nope. Go there and check this tablet. There is a lot of useful info and apps over there. I'm too old for that, but maybe you will figure out that tech stuff. Ui. Oh. Ah. Sekunde bitte. So, neuer Versuch. Ich hatte tatsächlich mit einigen Spielen in letzter Zeit Probleme. Ich glaube, ich habe sogar eins davon hochgeladen. Oder nein? Ja, also auf jeden Fall. Wie man eben sah, ne, schwirrte alles um mich herum. Jetzt habe ich alle Controller abgezogen von meinem Computer und nun funktioniert es. Das nenne ich doch mal wirklich eine Höhle. Ich stelle mir gerade vor, wenn ich sowas erben würde. Ich würde doch einen Teufel tun, hier Kohle zu schürfen oder so. Ich würde hier wohnen. Riesige Partys veranstalten für mich alleine, weil ich kein Partytyp bin. Okay. Gucke ich mir doch mal das Tablet an. F für Interact. Ich fordere, dass Interact immer E ist. Immer. F. Workers, Trade, Missions, Shop, News. You can do anything you like if you're mining coal. Ja, Missions. Welcome, Coal Miner. Check Tablet and complete your first assignment. Enter Road Header. Enter Road Header? Was ist Road Header? Achso, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das ein Gerät, oder nicht? Ja, so sieht's aus. Ich mag die Musik. Ist upbeat, funky. Ohne aufdringlich zu sein. Skip Tutorial? I won't. I need it.
Okay, ich skippe einfach mal. Ich mach das einfach mal. So, da stehe ich. Move forward. Rotate left. Start rotator. Move forward. Move backward. Rotate left. Right. Next camera. T. F interact. Mining mode. Das ist ja hochinteressant, dass man das hier machen muss. So, jetzt fahre ich ein Stück zurück. Mit T kann ich die Kamera wechseln. Okay. Ich kann nicht nach hinten gucken. Das heißt, vorne ist der Weg, wo ich lang muss. Ich muss jetzt anders denken, ne? Ich würde denken, oh, da ist eine Wand, da komme ich nicht durch. Aber Wände sind mein Job. Mining Mode. Interact. Achso. I'm mining. I'm mining my own business, actually. Na gut, also grafisch dürfte man so ein bisschen sich von allem angucken, was ich jemals gesehen habe, was Löcher in den Boden macht. Das sieht nicht so toll aus. Aber, na gut, ich weiß ja, was ich tue. Was ist... Enter underground truck while road header is digging. Achso, dann lasse ich den... Ah, mit der Kamera kann ich das Ding auch schwenken hier. Ah, hier kann ich die Tür aufmachen. Im Ernst, das Ding läuft jetzt weiter, ohne dass jemand drin sitzt. Au, 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 das fällt dir alles auch nicht zu. Enter underground truck. Okay. It's an underground truck and I'll enter it. Pushing E and I should push F. Ja, skip tutorial. Ich krieg das schon hin. Man wird da irgendwie so reingezogen übrigens. Das Einsteigen ist nicht, was ich mache. Okay, starten wir das mal. Connect to road header. Press C to connect. Ich muss ja erstmal nach hinten. Oh. Ah, was ist das für eine Kamera? Wenn ich hochgehe. Ah. Okay. Bin ich jetzt connected? Sie. Connect. Oh, kann ich bitte hier raus? Die Kamera bewegt sich merkwürdig. So, jetzt ist das connected, okay? So, kann ich jetzt wieder rausgehen? Offenbar. Enter road header. Ist das wirklich connected? Das steht einfach nur daneben, oder? Also ich habe mir schon gedacht, noch bevor ich das richtig gesehen habe, dass das ja irgendwie so ein bisschen wie Landwirtschaftssimulator ist, oder? Und auch diese Idee, dass man... Oh, ist das laut, kein Wunder. Auch diese Idee, dass man begrüßt wird von irgendjemandem, der meinen Vater kannte oder so. Kommt mir irgendwie bekannt vor aus irgendwelchen Farmsachen, oder? So geht's besser. Das passiert, wenn ich X drücke. Dann kann ich das Ding besser bewegen. Wieder X drücken. Dann nix, X wie raus hier. X, ne? X wie raus hier. So, und jetzt habe ich hier genug Zeugs drin, offenbar. Ich kann zumindest auch laufen. Park backward to conveyor belt. Na gut, dann muss das Ding ja wieder starten, oder? Es war gestartet. Ja, warum kann ich nicht fahren? Achso, disconnecten. So. Jetzt habe ich disconnected. The number you have reached has been disconnected.
So, mal gucken, ob ich das hier First Person kann. Ne? Ein bisschen Erfahrung sollte ich ja haben aus Truck Simulator. Aber eigentlich habe ich da doch so ein... Achso, hier sehe ich. Ich gucke in den Rückspiegel, ne? Aber jetzt gehe ich doch mal hier nach außen. Na gut, nicht so ganz. Ich habe irgendwie das nicht so verstanden mit den beiden Rückspiegeln. Die Musik hat's. Irgendwas hat die Musik, was mich happy macht. Connect. Halt. Connect. Handbremse. Ich bin ja connected. Connect. Connect. Turn on conveyable. Das ist natürlich eine coole Sache, oder? Dass man bei solchen Hardcore-Geräten hier einfach 100 Schalter drücken muss, um ganz sicher zu gehen, dass man auch will, was man tut. So, jetzt connecten. Kann ich jetzt nicht das Ding... Pickup Dumper? Ich dachte, ich muss das erst noch abladen hier. Ach, das ist der Dumper. Oh ja. Ne? Unmöglich, dass das Dumper heißen könnte, das Ding, was ich da gesucht habe. So, dann bitte. Und jetzt? Ah ja. Da ist das schon rausgeschüttet. Exit truck and report to your office. Lauf noch mal ein Stück. Hello again, lad. Have bad news and good news. Good news is that your uncle is happy with your performance yesterday. Keep going like that, and you will advance from intern to true miner in no time. Now time for bad news. It was only a warm-up. Today you will have to repeat this process until you go through the rest of this rock. It is very important for our mine to work properly, so let's get going. Repeat process. Good. Das Ding läuft ja noch. Na gut, dann häng ich den mal da dran. Da bin ich irgendwie reingekommen, ne? Da ist der Aufzug. So, Disconnect. Ich lasse das Conveyor Belt Ding mal laufen da hinten. Oder? Ich weiß nicht, ob ich das ausschalten muss, wenn ich alleine hier bin. Werde ich ja noch wissen, was ich tue. Mal gucken, ob ich jetzt mit den Rückspiegeln hier, den elektrischen Rückspiegeln klarkomme. Ich sehe noch nichts im Rückspiegel. Leider. Doch, da sehe ich was. Okay, das war wohl ziemlich daneben. Kann ich bitte nochmal vorwärts fahren?
Ach, das Ding steht nicht gerade. Oh Gott, da muss ich raus. Das Ding steht nicht gerade. Es hat sich bewegt, wie es scheint. Vielleicht hätte ich das ausschalten sollen, aber es dauert so lange, das wieder anzumachen. Connect Machine, ja. Ich muss mich nur richtig. So. So, jetzt werde ich es ja wohl connecten können. Das hat sich schon wieder bewegt. Halt. Connect. So. Kamera wechseln, auszeigen. Es ist clunky, keine Frage. Oh! Hier kann ich nicht drüber! Hier kann man nicht drüber gehen, weil es. Ja, weil es. Kann ich hier durch? Ja, da kann ich drunter. Warum bin ich so winzig? Ich konnte nicht über das Brett am Boden gehen. Okay. Werde ich jetzt aber auch wirklich geradeaus fahren, um hier irgendwie durchzukommen. Das ist ziemlich laut. Weiterfahren, wir müssen da durch. Ich will durch! Na gut. Nochmal X. Mal raus, wenn ich raus kann. Oder bin ich hier eingesperrt? Da ist kein Raus. Ja, ich war ziemlich weit drin, ne? F. Disconnect. Das darf ich nicht vergessen. Ich doch diesmal nach links, nach rechts einschwenken. Was eben links war. Oh oh. Wie hab ich mich teleportiert? Na toll. Kamera ist wirklich. Vertrauen Sie mir, lieber Zuschauer. Die Kamera ist furchtbar. Die Außenkamera hier. Ich lasse einfach die Finger von der Maus und dann wird es schon irgendwie klappen. Nochmal T. F. Läuft das Ding nicht schon da hinten? Ja, das läuft doch. Ich muss es ja nur connecten. Aber ich sehe es noch nicht grün. Offenbar ist das sehr, sehr. Muss man das sehr, sehr genau machen. Ah! Was? Connect. Und jetzt den.
das Ding hier an, oder? Ja. Das war's. So. Disconnect. Ich krieg das Ding auch runter oder was, ne? Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Ich muss nochmal connecten. Dann muss ich das Ding ausmachen. Dann kann ich disconnecten und jetzt kann ich hoffentlich fahren. Ja. Wo soll ich das Ding denn parken? Finish Mining. Da vorne. Vorwärts parken oder wie? Steig mal aus. Guck mal, wo wir jetzt hin sollen. Offenbar da vorne. Was soll ich denn hier hinstellen? Das ist doch nicht parken. Das ist doch nicht parken. Ich hatte mich jetzt so gefreut, dass ich nicht nochmal irgendwie alles Mögliche da machen muss, aber ich connecte ihn dann nochmal. Das sehe ich aber nicht als Parken an, ne? Das ist doch eigentlich, bin ja hier noch nicht durch. Gucken wir mal, ob das jetzt mit dem nächsten durchkommt und sonst so. Ja. Mining. Das nicht drehen. Ah, da muss ich ihn parken. Na gut, er fährt sich natürlich langsamer als irgendetwas anderes. So, ist ja cool, dass man immer auf einen neuen ausgebauten Schacht trifft, statt sich einfach ins Erdreich arbeiten zu müssen. Aber gut. Exit. Exit Roadhead. Oh no, it looks like our workers forgot to finish railroad tracks. Well, in that case, you will need to finish them yourself. First, you will need to buy them through a tablet in your container. Shipment is instant, so no worry. After shopping, press tab to enter management view and place track. Let the transport vehicle nearby. Okay, the container off so fast. Okay. Hätte ich das Ding nicht vielleicht ausschalten sollen? Na gut, eigentlich nicht. So, interact. Kann ich meine langen Fahrten kann ich dann hiermit machen. Verstehe. Hey, ich mach den Austin Powers. Tuck, 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 tuck. Nee, nicht ganz. Man kann gut drehen.
Schön, dass man die Geräte einfach laufen lassen kann hier. Die Energie, Energie ist kein Problem. Komm ich da vorbei? Komm ich da vorbei? Nein. Nein, komm ich nicht. Komm ich hier vorbei? Ja, hier komme ich vorbei. Aber ich würde sagen, das reicht mir so als Einblick. Ja, weil dann kann man jetzt noch eine Menge andere Sachen machen. Zum Beispiel einkaufen. Da habe ich ja doch noch mehr dieser Wagen hier. Und ja, hier könnte ich jetzt Sachen kaufen. Missions, Shop. Gas Detector. News. Mining Strikes. Disaster. Trade. Buy new land. Buy new level. Coal Trading. Hier kann ich Mitarbeiter süß anstellen und so weiter und so fort. Und hier kann ich noch die Options einstellen. Graphics, low, medium, high. Ja, ja, also was sage ich hierzu? Vom Konzept her, das, was ich erwartet und mir gewünscht habe. Vom von der grafischen Darstellung und der Haptik von dem, was man glaubt, ist man verglichen mit SnowRunner zum Beispiel, fährt sich das hier wie ein Computerspiel. Und auch ne, der Qualm und die, was weiß ich, der Staub und so weiter, das fehlt mir hier so ein bisschen. Da ist noch viel Raum nach oben, oder wie sagt man, damit es mich packen würde. Ja? Ich möchte wirklich das Gefühl haben, oh, ich brauche irgendwie Ohrenschützer, weil das so laut ist dadurch. Ich möchte Funken sprühen sehen und Staub schlucken und warten, bis sich der Staub gesenkt hat oder sowas. Ne? Das vom Feeling her allein. Hat Farming Simulator das alles? Weil Farming Simulator mag ich sehr. Aber hier natürlich ist es was anderes. Ich habe keine Kühe und nichts, was wächst, sondern eher, was ich wegmache. Interessantes Gefühl übrigens, ne? Dass man an einem Arbeitsplatz ist, der ganz fest abgeschlossen ist, wie eine Kathedrale, also wie ein architektonisches Werk, das sich aber immer wieder erweitert. Ja, dass man in einem sich ausweitenden architektonischen Raum steht. Und wenn man anfängt, ist man praktisch direkt an seiner Arbeitsstelle. Und wenn man nach Monaten dann irgendwo angekommen ist, muss man, um dahin zurückzukommen, wo man angefangen hat, lange Wege in Kauf nehmen, ne, um wieder nach oben zu kommen. Reizt mich sehr von der Idee her. So wie es hier jetzt ist, packt es mich noch nicht ganz. Vielleicht sollte ich mal Gold Rush Simulator ausprobieren, um zu gucken, wie das so funktioniert, weil das gibt es länger und ist schon einige Male geupdatet worden. Das hier, wie gesagt, ist immer noch ein Demo und jede Form ungewöhnlicher Arbeit als Simulator begrüße ich. Finde ich gut. Vielleicht also irgendwann, je nach in die Tiefe. Bis dann.